السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم اس آیت کا ترجمہ ہے کہ تم کامل نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ اشیاء میں سے Die Übersetzung dieses Verses lautet: Ihr könnt wahre Rechtschaffenheit nicht erlangen, solange ihr nicht von dem spendet, was ihr liebt. Und das, was ihr spendet, Allah sieht es für wahr. Al-Birr heißt eine vollkommene Rechtschaffenheit, eine fromme Tat. Ein guter Gläubiger, der die Liebe Allahs sucht, muss also jenes Niveau an Rechtschaffenheit an den Tag legen, welches ihn Gott näher bringt. Im Heiligen Koran hat Allah Wege gezeigt, wie man seine Nähe erlangen kann und mit welchen Taten dieses Niveau und dieses Ziel erreichbar ist. Unter diesen Zielen und unter diesen Wegen ist ein Weg das Spenden von dem geliebten Eigentum, das ein Mensch besitzt. In diesem Vers spricht Allah Ta'ala auch ganz deutlich darüber, dass das Spenden auf dem Wege Allahs eine große Tugend und Rechtschaffenheit ist. Und zwar dann, wenn ihr von dem spendet, was ihr liebt, was euch sehr nahe ist. Das ist also eine sehr große und rechtschaffene Tat. Allah gibt euch den Lohn für jegliche rechtschaffenen Taten, die ihr begeht. Doch den größten Lohn bekommt ihr dann, wenn ihr das spendet, was ihr liebt, was euch sehr nahe ist, womit ihr euch verbunden fühlt. Allah liebt also jenen Menschen besonders, der versucht, solch hohe Ränge an Rechtschaffenheit zu erlangen. Und ein Mensch, der
dem es nicht schwerfällt, etwas abzugeben, was er liebt, auf dem Wege Allahs. Das Niveau eines Menschen kann also gemessen werden an einem solchen Maßstab, also was spendet der Mensch? Spendet der Mensch das, was er liebt? Ist er bereit, auf dem Wege Allahs alles herzugeben? Das ist der Weg, um für den vollkommenen Menschen, um dieses Niveau zu erlangen. Es heißt in einer Überlieferung, als dieser Vers offenbart wurde, kam ein Gefährte des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm und sagte: O Prophet Allahs, ich möchte meinen geliebten großen Garten, das war ein sehr berühmter Garten, den möchte ich vollständig auf dem Wege Allahs opfern. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war sehr erfreut und nahm dieses Opfer an. Die Sahaba waren also immerzu motiviert und suchten nach Wegen, um sich in ihrer Aufrichtigkeit, in ihrem Glauben, in ihrer Opferbereitschaft zu stärken. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die Menschen, die auf dem Wege Allahs ihr Haben gut opfern, als sehr beneidenswerte Menschen bezeichnet. Und eben diese Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind es, die sehr beneidenswert sind, weil sie sowohl versteckt als auch offensichtlich auf dem Wege Allahs spendeten, damit sie jene Ränge erklimmen konnten, die Allah von einem gläubigen Menschen erwartet und bereitgestellt hat. Allah kannte das Niveau ihrer Tugendhaftigkeit und Rechtschaffenheit und belohnte sie mit den besten Segnungen. Es gab eine Zeit, als diese einst sehr armen Menschen, Arbeiter, so viel Geld besaßen wie Könige. Sie spendeten ohne Furcht und ohne zu überlegen auf dem Wege Allahs und gaben ihr Hab und Gut und ihr Vermögen für die Sache Allahs, weil sie eine Gotteserkenntnis besaßen, nämlich die Erkenntnis, dass Allah wahrlich über 700 Mal mehr zurückgibt als das, was sie spenden. Allah möchte nicht, dass er jemandem etwas schuldig ist, dass er als Schuldner bleibt. Allah gibt sehr schnell zurück. Die Sahaba, die Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, genossen eine spirituelle Revolution, die vom heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ausgelöst wurde. Und die Gefährten bemühten sich Tag und Nacht darum, die Liebe Allahs zu erlangen, und das Leben der Sahaba ist ein Beweis dafür, dass sie sich stets darum bemühten und stets die Zufriedenheit Allahs erreichen wollten und auch erlangten. Der verheißene Messias a.s. sagte: Glaubt ihr, dass die Gefährten ohne weiteres diesen Rang erklommen haben? Sie mussten unendliche Schmerzen und Opfer erbringen, um diesen Titel zu erlangen. Glaubt ihr, dass der Titel Raziallahu anhum, Allah ist mit ihnen zufrieden, wie groß dieser Titel ist? Glaubt ihr, dass sie diesen vollkommenen Titel
ohne Opfer bekommen haben. Die Zufriedenheit Allahs kann nicht erlangt werden, ohne temporär Schmerzen und Opfer auf sich zu nehmen. Man kann Gott sich nicht erkaufen. Wahre und immerwährende ewige Zufriedenheit Allahs erlangt man, wenn man temporär Schmerzen und Opfer auf sich nimmt. Zitat des verheißenen Messias al-Islam. Allah hat in dieser Zeit den verheißenen Messias geschickt, um die Welt wieder zu erleuchten und auf diesen Wegen zu führen und das Beispiel der Sahaba lebendig zu machen. Wenn der verheißene Messias al-Islam zu uns spricht und über die Gefährten des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam berichtet, dann mit der Absicht, dass wir uns an diesen Vorbildern zu richten haben, und nur dann können wir wahre und gottgefällige Menschen werden und seine Zufriedenheit erlangen. In der Geschichte der Jamaat sehen wir, dass der verheißene Messias al-Islam durch seine direkte Erziehung tausende Menschen erzogen hat, die bereit waren, alles auf dem Wege Allahs zu geben. Und durch die Hitze ihres Glaubens und durch den Rang ihres Glaubens hat die Jamaat jeden Tag neue Ränge an Fortschritt besetzt. Jene Menschen, die den verheißenen Messias al-Islam erlebt haben, haben die Botschaft des verheißenen Messias al-Islam verstanden. Denn der verheißene Messias sagte, die Tür zur Rechtschaffenheit ist sehr eng. Und ihr könnt nicht durch diese Tür gehen, wenn ihr nur Vergängliches und Bedeutungsloses für Allah ergibt. Solange ihr nicht das euch am liebsten Erscheinende und das Beste, was ihr besitzt, Allah gibt, könnt ihr diesen Rang der Frömmigkeit und der Rechtschaffenheit nicht erlangen. Zitat des verheißenden Messias al-Islam. Die Gefährten des verheißenden Messias waren stets bemüht, diesen Rang von Rechtschaffenheit zu erlangen und baten Hazur um Dua, um Gebete und sahen, wie durch die Gebete des verheißenden Messias al-Islam Allah sie segnete. Ich möchte Ihnen zwei Beispiele erwähnen. Hazrat Sufi Nabi Bakhsh Sahib Raziyallahu Ta'ala Anhu, Muhajir aus Qadian, berichtet, dass er einmal auf die Jalsa Salana ging und sagte zum verheißenen Messias, ich möchte mit Ihnen etwas besprechen. Der verheißene Messias sagte, komm herein. Und auch einige Freunde waren dabei. Ich sagte, meine Eltern sagen mir, dass wir dir gute Erziehung und Bildung gegeben haben und jetzt bist du beschäftigt und kümmerst dich nicht um uns. Und meine Frau sagt, was bist du für ein Ahmadi? Ich habe überhaupt keinen Schmuck mehr. Und seitdem du Ahmadi bist, hast du meinen Schmuck hergegeben. Und dann sagt er, sowohl meine Frau als auch meine Eltern sind unzufrieden mit mir. Dann sagte er, o verheißener Messias, ich sehe, dass eure Gefährten tausende von Rupien für Allah spenden. Bitte beten Sie für mich, dass Allah mir Geld gibt, damit ich spenden kann. Schauen Sie, dass auf der einen Seite die Eltern sagen, du kümmerst dich nicht um mich. Auf der anderen Seite die Frau, die sehr unzufrieden ist.
Und trotzdem sagt der Gefährte, bitte beten Sie für mich, dass Allah mir Geld gibt, damit ich wie Ihre anderen Gefährten auch spenden kann und Tausende von Rupien für Allah hergeben kann. Der verheißene Messias sagte, ich werde für dich beten. Der Sahabi berichtet, dass er damals 55 Rupien verdiente und als er den verheißten Messias a.s. um Dua bat, geschah es innerhalb von kürzester Zeit, dass er 120 Rupien monatlich bekam. Als er sein erstes Einkommen bekam, ging er mit dem Einkommen und ging zum verheißten Messias a.s. und legte das Geld zu seinen Füßen. Und er bekam dreifach so viel Geld und das war ein Wunder, das mit den Gebeten des verheißten Messias al-Islam geschah. Munshi Zafar Ali Sahib berichtet, dass Chaudhry Rustam Ali Sahib, Marhum, er war ein Beamter bei der Bahn, er verdiente 150 Rupien und er war ein sehr aufrichtiger Ahmadi. Er behielt 20 Rupien für sich monatlich und schickte den vollständigen Rest an den verheißenen Messias al-Islam für die Verbreitung des Islams. Schauen Sie, wie arme Menschen, bedürftige Menschen, die der Jamaat beitraten, wie diese Opfer erbrachten. Ein Sahabi, Qazi Kamardin Sahib, Razila Talanho, berichtet über einen Sahabi, Sai Sahib. Er sagt, ich fragte einmal diesen Menschen, warum sie nach Qadian gehen. Haben sie da eine wichtige Aufgabe zu erfüllen? Dieser Sahabi war aus Narowal und ging zu Fuß nach Qadian, pflegte nach Qadian zu gehen. Das sind einige 100 Kilometer, das sind über 100 Kilometer, über 100 Meilen, die er zu Fuß zurücklegte. Dieser Herr fragte den Sahabi, warum gehen Sie nach Qadian? Haben Sie da etwas Besonderes zu tun? Sai Sahab antwortete, ich bin ein armer Mensch, kann keine Chanda zahlen. Deswegen gehe ich dahin, um dort die Betten des Gästehauses des verheißenen Messias al-Islam zurechtzumachen und diese zu weben, weil ich kein Geld habe, um Chanda zu zahlen und deswegen möchte ich zumindest mit diesem Dienst den verheißenen Messias al-Islam dienen. Huzur sagt, dass das einige Beispiele sind von Opfer und dem Eifer an den Dienst, an den Glauben. Aber ich werde nur mich beschränken auf ein, zwei solcher Ereignisse und möchte sagen, dass unsere Herzen voll sein müssen von Segnungen und von Lobpreisung an Allah, dass wir durch den verheißenen Messias a.s. dazu auserwählt wurden, dass wir zu jener Jamaat gehören, die den Banner des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in die ganze Welt tragen muss. Und unsere Opferbereitschaft, unsere Bereitschaft, unsere liebsten Sachen für Allah zu spenden, diese muss lebendig gehalten werden. Diese Bereitschaft darf nicht mit den Gefährten oder mit ihren Kindern zu Ende gehen, sondern auch nach über 100 Jahren sehen wir, dass dieser Eifer vorhanden ist und die neue Ahmadis in den Ländern sind Menschen,
die wetteifern in dem Spenden von ihren Geldern auf dem Wege Allahs. Heute gibt die Welt große Summen aus, um weltlichen Ruhm zu erlangen. Doch die Ahmadis geben ihr Geld aus, um dem Glauben zu dienen und um der Welt die Augen zu öffnen. Und ich denke, dass das ein Beweis für die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias al-Islam ist. In Asien, Europa, Amerika, überall sehen wir diese hohe Bereitschaft, Opfer zu erbringen. Die Menschen verstehen die Botschaft des verheißenen Messias al-Islam und wir sehen, dass sie versuchen, gemäß dieser Botschaft und gemäß den Lehren ihr Leben zu führen. Solange wir dem Glauben Vorrang vor der Welt geben, kann kein Feind uns ein Haar krümmen. Ich möchte auch einige Beispiele von Opferbereitschaft zeigen, die in heutiger Zeit vorhanden sind. Ich lege einen Bericht aus Indien von dem Inspektor Tehreek-e-Jadid vor. Er schreibt: Ich ging in eine Jamaat, um das Budget für Tehreek-e-Jadid zu organisieren. Dort sah ich jemanden, der ein neues Geschäft gegründet hatte, Möbelgeschäft. Er sagte: Bitte, ich habe in diesem Jahr mein Geschäft eröffnet und bitte schreiben Sie 400.000 Rupien auf. 400.000 Rupien möchte ich versprechen. Gott segnete ihn sehr und sein Geschäft lief und er hatte seine Frau damit beauftragt, jeden Monat die Chanda zu organisieren und er gab 550.000 Rupien für das Waqf-e-Jadid und sagte, dass er im nächsten Jahr nicht 10% von seinem Profit, sondern 25% von seinem Profit als Chanda geben wird. Dann schreibt der Inspektor Saab Tehreek-e-Jadid aus Indien weiter, dass er im März 2011 nach Batari ging, um das Waqf-e-Jadid-Budget zu machen. Dort, sagte er, sprach ich zu den Jamaat-Mitgliedern und erzählte einer Frau Beispiele von Opferbereitschaft. Die Frau war eine Lehrerin und eine relativ arme Frau und sagte, dass sie 5.000 Rupien spenden wird. Das war ihr Monatseinkommen. Als er dann weiterging, ging er in eine Jamaat, wo der Vater von dieser Frau Sadr Jamaat war. Er berichtete ihm, dass deine Tochter Opfer erbracht hat und das versprochen hat. Er holte seine Tochter, die bei ihm wohnte, und weinte und sagte zu ihr: Schau, wie deine Schwester auf dem Wege Allahs opfert. Was möchtest du machen? Du bist älter. Und die Schwester sagte: Ich werde 100.000 Rupien spenden, weil ich älter bin. Dann schauen Sie in den anderen Ländern. Amir Sahib aus Mali schreibt, dass ein Ahmadi bei der Stadt beschäftigt ist. Und er schreibt, und er ist auch ein sehr aufrichtiger Ahmadi, man beschloss, dass man eine 32-köpfige Mannschaft bildet, die Volkszählung durchführt und jedes Mitglied wird 100.000 Währungseinheiten bekommen. Nach einigen Tagen gab es ein Ijtema in der Region, ein Jalsa der Region. Er sagte,
Erst spielte ich mit dem Gedanken, nicht zu Jalsa zu gehen, weil die Regierung mich beauftragt hatte, keinen einzigen Tag freizunehmen und diese Aufgabe zu erfüllen. Dann sagte er aber, dass ich versprochen habe, den Glauben der Welt vorzuziehen. Und wenn ich diese 100.000 nicht bekomme, dann verzichte ich darauf und gehe zur Jamaat. Er ging auf die Jalsa und seine Freunde sagten, warum er denn auf diese 100.000 verzichte. Er kam zurück und der Bürgermeister sagte zu ihm, du hast den Vertrag gebrochen und gingst zurück. Aber dann sagte mein Herz, dass du für Gott weggegangen bist. Deswegen habe ich für dich die 100.000 gesichert und die bekommst du. Und ein Mitarbeiter sagte ihm genau dasselbe. Ein anderer Offizier sagte ihm, ich habe auch für dich 100.000, nimm das. Und ein anderer Offizier, ein dritter Offizier, gab ihm wiederum 100.000 Währungseinheiten von diesem Land. Und alle drei Personen sagten, das sollst du aber keinem sagen. Und als er seine Mitarbeiter befragte, sah er, dass kein Mitarbeiter 100.000 bekommen hatte, sondern immer, jeder hatte etwas weniger bekommen. Nur er war es, der 300.000 bekommen hatte. Nur weil er den Glauben der Welt bevorzugte. Und er gab eine große Summe daraus als Janda. Amir Sahib aus Gambia schreibt, dass ein Ahmadi-Freund zu ihm ins Büro kam und wollte 1.000 Gilasi als Janda geben. Er sagte, ich kann Schulden bei Personen, bei Menschen machen, aber nicht bei Allah. Und Amir Sahib schreibt, dass er sehr arm ist, der Mensch, aber der Erste ist, der spendet und immer bereit ist zu spenden. Als er 100 Dilassi spendete, bekam er Geld von einem Freund und kam wieder und sagte, dass ich jedes Mal sehe, wenn ich spende, gib mir Allah von irgendwo Geld, wo ich es nicht erwarte. Es gibt unzählige Beispiele in den Berichten, die ich täglich bekomme. Ich habe nur einige ausgewählt. Aus Sierra Leone berichtet jemand, dass ein Mensch, der sehr arm ist, und als er hörte, dass er einen Rest zu zahlen hatte für Tariqa Jadid und das Jahr vor dem Ende stand, ging man zu seinem Haus und schauen Sie, wie arm er lebte. Er sagte, das Einzige, was ich besitze, ist Geld für 20 Becher Reis, um für die nächsten Tage zu sorgen. Er sagte, ich habe Geld für das Essen für morgen und darüber hinaus nichts mehr und ich habe keine Einnahmequellen bis zur Zeit. Aber ich werde dieses Janda zahlen und ich habe meinen Kindern, meiner Frau gesagt, Allah wird uns für uns sorgen. Er gab die Janda und in derselben Nacht kam jemand aus dem Nachbardorf und gab ihm einen ganzen Beutel Reis. Dann wird berichtet, dass ein Ahmadi, der Eier verkauft in Sangra, als man ihm sagte, dass als man ihm über die Ahmadiyyat erzählte, kam er zu Jamaat und besuchte einen dreimonatigen Kurs und gab seinen Handel seinem Bruder
um auf dem Wege Allahs zu gehen. Als er nach den 3 Monaten wieder zurückkehrte, sagte er, war ich so verwundert, dass ich einen außerordentlichen Profit gemacht hatte, den ich selber nie gemacht hatte. Und er bezahlte dann seine Chanda und erhöhte die Chanda. Und Allah segnete ihn mehr. Und er erhöhte seine Chanda noch einmal. Jetzt gibt er 4.000 Franken jeden Monat. Und er beteiligt sich nicht nur selbst in Tariq-e-Jadid und Waqf-e-Jadid, sondern auch im Namen seiner verstorbenen Eltern zahlt er für diese Chandas. Er ist nur Mumbai und seine Eltern waren keine Ahmadis, trotzdem zahlt er in ihrem Namen. Amir Sahib aus Burkina Faso berichtet, dass ein Ahmadi berichtet, dass er über das Tariq-e-Jadid hörte und er konnte nicht schlafen in der Nacht, weil er sich sehr schlecht fühlte, dass er sich daran nicht beteiligt hatte und die ganze Jamaat sich daran beteiligt. Er ging am nächsten Tag zur Moschee und gab 4.000 Franken. Und am nächsten Tag noch einmal 4.500 Franken. Dann schreibt der Mubaligh in Charge von der Schweiz, ein afrikanischer Bruder, Idris Sahib, ist in einer internationalen Bank beschäftigt. Er gab 9.500 Franken für die Moschee. Ich war verwundert und fragte ihn, wer er sei. Ich telefonierte mit ihm und fragte, warum er dieses Geld an das Konto eingezahlt hatte. Er antwortete, ich bin seit 3 Monaten in der Schweiz und möchte die Chanda zahlen. Und der Mubaligh fragte ihn, warum er so viel zahlte. Er antwortete, ich habe die letzten 6 Monate in einem Land gelebt, wo es keine Jamaat gab. Und dort, ich möchte nicht Schulden haben bei Gott und möchte auch die Chanda für diese Monate zahlen, wo ich keine Jamaat bei mir hatte. Dann schreibt ein Ahmadi, der auch in der Schweiz 5.000 Franken versprach für die Moschee. Er hatte nämlich die Hoffnung, dass er von seiner Firma 5.000 Franken bekommen wird, Bonus. Doch er hatte auch einige persönliche Ausgaben zu tätigen. Als er sah, dass er diese Chanda zahlen musste und auch einige Verpflichtungen hatte, war er besorgt, aber zahlte für das Projekt der Jamaat und Allah segnete ihn so sehr, dass die Firma ihm nicht 5.000 Euro Franken gab, sondern 10.000, doppelt so viel, als er erwartet hatte. Und so konnte er sowohl sein Versprechen einzahlen, als auch seine persönlichen Bedürfnisse erfüllen. Dann schreibt ein Mubaligh Silsila aus seinem afrikanischen Land, dass er ein Dora machte und ein Bruder zahlte ihm 3.100 Franken Sifa. Und am nächsten Tag gab er 7.000 Franken und sagte, nach einigen Tagen kam er wieder und sagte, als ich meine Chanda zahlte, kam ein Patient zu mir und gab mir 31.000 Franken.
Und ich wusste, dass Allah mir 10-mal mehr gegeben hatte. Ich hatte 3.100 Euro gespendet und Gott gab mir 31.000 Franken, die in diesem Land üblich sind. Und deswegen möchte ich jetzt noch mehr spenden. Ein anderer Murabi Sahib berichtet, dass er einem Kind 5.000 von dieser Währungseinheit gab. Das ist eine sehr schwache Währung. Und weil das Kind sehr für die Jamaat arbeitete und ihm half. Und der Murabi Sahib berichtet, am selben Abend beim Dars sprach er über die Wichtigkeit des finanziellen Opfers. Und das Kind gab sein ganzes Geld, was er besaß, und sagte, ich möchte mich daran beteiligen. Der Mubalir aus Kirgistan schreibt, dass ein Naumubai, der vor 3 Jahren Ahmadi wurde, und im Jahre 2008 sammelte man gemäß der Anweisung der Zentrale für das Khilafat-Jubiläum-Fonds ein. Er hatte 66.000 Währungsdollar im Jahr, die er verdiente. Und versprach für den Fonds eine große Menge an Geld, das er mit seinem Einkommen nicht hätte zahlen können. Und dann gab ihm Allah einen Job, wo er viel mehr verdiente. Und er hat Wasiat gemacht. Und als der Murabi Sahib ihm sagte, dass sie jetzt ein Zehntel ihres Einkommens für das Wasiat zahlen müssen, daraufhin antwortete er, ich habe zwar jetzt Wasiat gemacht, aber schon seit dem Tag meines Bets zahle ich ein Zehntel der Chanda. Dann schreibt eine sehr aufrichtige Frau, die seit einem Jahr Ahmadi ist. Sie ist sehr aufrichtig gewesen, aber zahlte ein Jahr lang keine Chanda. Als man ihr das erklärte, welche Chandas freiwillig sind, welche Chandas Pflicht sind, stand sie auf und ging nach Hause. Am nächsten Tag kam sie zum Sadr Sahib, beziehungsweise wollte mit ihm sprechen und sagte, ich will sie treffen. Und er sagte, sie soll kommen. Sie gab 15.000 Kirgis an Sadr Sahib. Sadr Sahib sagte, warum so viel? Sie sagte, ich habe genau berechnet. Und das ist das ganze Chanda des ganzen Jahres, welches ich nicht gezahlt habe, und möchte hiermit die Chanda für das ganze Jahr zahlen. Das sind Beispiele, lebendige Beispiele von Aufrichtigkeit und Glaubensstärke, die wir auch in den Neu-Ahmadis sehen. Mit welchem Eifer und mit welchem Gefühl sie für den Glauben spenden. Ich möchte nun das neue Jahr des Waqf-e-Jadids ankündigen. Das ist das 54. Jahr des Waqf-e-Jadids und ich werde auch einige Zahlen und Fakten vorlegen. Das 55. Jahr des Waqf-e-Jadids beginnt hiermit und durch die Gnade von Allah wurde in diesem Jahr gemäß den Berichten aus der ganzen Welt
Es gibt einige Länder, die noch keinen Bericht geschickt haben aus Afrika und anderen Ländern. Aber gemäß den Berichten haben wir 4.600.000 Pfund für das Waqf-e-Jadid in diesem Jahr eingenommen. Und durch die Gnade von Allah 510.000 Pfund, englische Pfund, mehr als im letzten Jahr. Pakistan ist wie immer auf Platz 1, obwohl die wirtschaftlichen Verhältnisse dort sehr schwach sind und sehr prekär sind. Aber diese Menschen opfern immer mehr und mehr. Möge Allah sie belohnen. Möge Allah sie vor jeglicher Gefahr bewahren. Auf der zweiten Stelle sind die USA und auf dem dritten Platz Großbritannien. Gemäß dem Bericht der USA haben sie einen minimalen Vorsprung vor Großbritannien, ungefähr 11.000 Pfund mehr eingesammelt. Erst in dem ersten Bericht war Großbritannien auf dem zweiten Platz, aber als der neue Bericht kam, hat man gesehen, dass USA mehr gezahlt haben. Aber Großbritannien hat einen großen Sprung gemacht. Möge Allah alle Dschinda-Zahlenden segnen. Obwohl auch hier in Europa die wirtschaftlichen Verhältnisse nicht so gut sind. Es gibt viele Dschindas, viele andere Ausgaben. Es gibt auch in Großbritannien Moscheen, die man baut. Trotzdem haben die Mitglieder der Jamaat in Tariq-e-Jadid und Waqf-e-Jadid sehr großen Vorsprung, sehr große Sprünge gemacht. Und das ist ein Beispiel von Haddatun Fikur Mimma Tuhibbun. Ihr spendet von dem, was ihr liebt. Und diese Menschen verstehen diese Philosophie. Möge Allah diese Jamaat auch in anderen Belangen segnen und auch alle anderen Jamaats der Welt. Lajna UK haben hierzu auch sehr Großes geleistet, sowohl in Tariq-e-Jadid als auch in Waqf-e-Jadid. Möge Allah auch alle Schwestern und Kinder belohnen. Nummer 3 Großbritannien, Nummer 4 Deutschland, Nummer 5 Kanada, dann Indien, Australien, Indonesien, Belgien und Schweiz. Und verrechnet in den lokalen Währungseinheiten hat Indien den größten Sprung gemacht, den größten Wachstum. Dann auf der zweiten Stelle Belgien hat den zweitgrößten Zuwachs, 20% mehr eingesammelt, dann Australien, dann Großbritannien, dann Indonesien. Gemäß den Einzahlungen der Chandas pro Person ist USA auf Platz 1, dann Schweiz, dann Großbritannien, dann Belgien, dann Irland. Insofern haben die USA einen Rang, den die Briten auch übertrumpfen können, weil sie noch mehr Potenzial besitzen. In den afrikanischen Ländern ist Ghana, Nigeria, Mauritius, Burkina Faso, Uganda, das ist die Rangliste für Waqf-e-Jadid. Durch die Gnade von Allah haben in diesem Jahr 90.000 Personen mehr sich beteiligt an dem Waqf-e-Jadid-Projekt. Und wir haben über 690.000 Personen, die sich an dem Projekt beteiligen. Aber da ist noch viel Luft nach oben und vor allem die neue Ahmadis sollte man in den Tehrikat mit beteiligen. Und wenn die afrikanischen Länder sich darum bemühen, dann haben wir noch sehr, sehr viel Potenzial und wir können durch die Gnade von Allah noch größere Sprünge erlangen und das Wakalat-e Mal wird ihnen einige Ziele geben und dieses sollten sie versuchen zu erfüllen und zwar indem sie mehr Personen daran beteiligen. Von Nigeria, Niger,
Uganda und so weiter haben viel gemacht. Ghana hat nicht so viel geleistet. Ghana muss viel, viel mehr tun für die Tehrikat. In Pakistan ist auf erstem Platz Lahore, dann Rabwan Karachi. Und unter den Zillas ist Sialkot Nummer 1, dann Rawalpindi, dann Islamabad, Faisalabad, Sheikhupura, Sargodha, Gujranwala, Umarkot, Gujarat und Bahawalnagar. Unter den Atfal ist Nummer 1 Lahore, Karachi 2 und Rabwa 3. Unter den Azla in Atfal, Sialkot 1, dann Rawalpindi, Islamabad, Faisalabad, Sheikhupura, Gujranwala, Umarkot, Sargodha, Narowal und Gujarat. In den Jamaats der USA ist die Rangliste folgendermaßen: Los Angeles, Silicon Valley, Detroit, Chicago, Seattle. Das sind die 5 Jamaats. Und in Großbritannien: Greens Park, New Malden, Booster Park, Fazal Mosque, West Croydon, Birmingham West, Winston Park, Manchester South, Gillingham und Southall. Die ersten 10. In den Regionen von Großbritannien, die ersten 5, Region South, Midlands 2, London, Islamabad und Middlesex. In Deutschland, Hamburg 1, Frankfurt 2, Groß-Gerau 3, Darmstadt 4 und Wiesbaden auf dem 5. Platz. Die 10 Jamaats in Deutschland: Brödermark 1, Köln, Neuss, Nidda, Fulda, Friedberg, Rotgau, Mehdiabad und Hanau Nummer 10. In Kanada: Peace Village, Wexstell, Western South, Western South, Peace South, Western North, Durham, dann Western South, Peace Village South, Western North, Hamilton North. In Indien 1 Kerala, das sind die Bundesländer von Indien. Kerala, Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Andhra Pradesh, West Bengal, Karnataka, Punjab, Odisha, Uttar Pradesh, Maharashtra, dann Delhi. Dann gemäß dem Einkommen Calicut, dann zweiter, weiß ich nicht, aber dritter Gardian. Möge Allah alle Ahmadis, die sich daran beteiligt haben, segnen in ihrem Einkommen großen Segen legen, und ich möchte auch hiermit das nächste Jahr von Fajidid ankündigen. Möge Allah alle Beteiligten die Möglichkeit geben, noch mehr zu opfern, und möge er ihre Opfer annehmen, und möge Allah auch die Jamaat segnen. Und es ist nur die Segnung von Allahs, die uns beschützen kann, die Jamaat beschützen kann vor der Welt und vor den Gefahren. Und es ist nur seine Segnung, dass wir diese Fortschritte erlangen. Aus dem Grund sollten sie auch dafür beten, dass Allah uns mehr finanzielle Möglichkeiten gibt. Als letztes werde ich nach den Gebeten ein Janaza verrichten. Unser Poet und weiser und Besurg-Mensch Abdul Manan Nahid Sahib, Sohn von Khadija Mahmudin Sahib, er war der Gefährte des Weißen Messias, sein Sohn Manan Sahib,
ist am 1. Januar 2012 im Alter von 93 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Manan Sahib war ein aus einem Kashmiri Geschlecht und Munshi Muhammad Ismail Sahib Sialkoti, der Gefährte, Fest Messias, war sein Opa, mütterlicherseits. Mulana Abdul Karim Sahib Sialkoti, ein berühmter Gefährte des Fest Messias, war der Onkel der Mutter von Manan Sahib, und dort ist auch die Mutter von Manan Sahib aufgewachsen, in Qadian. Und auch im Hause des Feisten Messias al-Islam war die Mutter von Manan Sahib oft und hatte eine Bindung zur Hazrat Amajan. Mukarram Abdul Manan Nahid Sahib, wie viele Menschen Ahmadis wissen, war ein sehr berühmter Poet und hat sehr tiefe und bedeutungsvolle Gedichte und Ghazals verfasst. In Sialkot ging er zur Schule, dann in Punjab University hat er das BA gemacht. 1941 wollte er MA machen, aber legte dann seine Bildung ab und musste und ging zum Militär. Dort hat er Deputy Controller Accounts gemacht und hat der Jamaat gedient, überall wo er war. Er war ein sehr sanftmütiger und demütiger Mensch, ein sehr guter Poet, aber seine Jüngeren und Poeten hat er immer unterstützt und gefördert und respektiert. Er nahm an den Mushaire in den Jamaats teil, auch hier in England, unter der Khilafat-e Rabia, und auch unter meiner Zeit kam er hier. Er war immer bemüht, die Schreit-e-Bet einzuhalten. Er war ein sehr aufrichtiger Mensch, der betete, der regelmäßig das Namaz-e-Tahajjud verrichtete, der arme Menschen liebte. Er hatte eine enge Bindung und Respekt zu den Khulafa. Er war ein gehorsamer Mensch. Er war ein Mensch, den man zu den gehorsamsten Menschen des Khilafats zählen kann. Möge Allah seine Ränge erhöhen. Seine Frau verstarb schon vorher. Er hatte keine Kinder. Er hatte ein Kind großgezogen, aber hatte keine eigenen Kinder. Möge er diesem Adoptivkind, das er aufgezogen hat, möge er sein ihm auch die Möglichkeit geben, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر